Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, Thüringen. Jo, wir werden Gruppe. Ich überlegt, na, machst du auch nicht oder doch? Ja, da oben ist eine Ecke, komm ein bisschen. Der fällt gerade weg mit der Aussaat, mit der Blühtechnik. Jo, Gruppe, Scheibenecke. Ergebnis hier das gleiche. Ansonsten ist das Gruppe und Scheibenecke. Ja, Grund ist halt bei Schuhe, ne? Aber im LS ist das, glaube ich, voll die Wurscht. So. Ne, Pau. Geht schon. Jo. Wir werden hier bisschen mal tun. Das muss ich ein bisschen Außenansicht machen, weil sonst sehen wir es schlecht. Da vorne wahrscheinlich Filter stellen. Die Ecke da oben. Was ich gemacht habe wegen der Berechnung, weil beide Felder haben wollte. Könnte man irgendwann mal zusammenlegen. Wenn man den Streifen hier in der Mitte wegnimmt. Wird aufgefüllt, sind die einmal schon da. Einer ist da. Ton. Bei mir ist ein bisschen leise. Man, der hat ja richtig Power, ne? Gilt aber die Faustregel, wenn man jetzt theoretisch sehr schnell fährt, obwohl es fast nicht möglich oder nicht notwendig wäre, zeitmäßig. Dann hast du auch einen höheren Verschleiß, ne? Da werden auch immer die Scheiben ein bisschen kleiner, ne? Ja, ich hätte mal ein bisschen, ja, versucht, was zu erstellen und das hat sich ein bisschen, ja, weil aber im Gras rückwärts fahren, das hat man die Sperrgrenze. Und hier ein bisschen erstellen. Müssen aber irgendwie anders fahren, ne? Die Lenkung ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber mal gucken, mal rückwärts gestoßen bekommen. Ja, das Terra Leibes Thema ist wieder aktiv, der Bursche. Mal schauen, ob jetzt vielleicht zum im April vor dem DLC ein Patch kommt. Manchmal ist das so. Ich muss zweimal zurückschossen, weil da mal müssen erstellen, wenn es hier geht. Z. Ich habe mir hier ein bisschen Beton gemalt und da wird er nicht aussehen, ne? Gucken wir da irgendwie rüber gefahren kommen, ne? Muss ja nur der Beton da rüber, muss er gestellt werden. Bin ein bisschen. Das muss sein. Uns wäre es egal. So. Erstellen machen wir jetzt auch vorbei, ne? Sonst ist das. Wenn es blöd läuft, ist das zu viel des Guten, ne? Also wenn wir jetzt Glück haben, muss ich die nächsten Felder nicht gruppen. Aber mal schauen. Bart juckt. Hier wird mal schön Freitag, ne? Und schön Wochenende. Hinweis in eigener Sache. Ich probiere mal aus, ob das mit
Doppelfolge am Wochenende auch funktioniert. Wird mal schauen, ob Interesse besteht. Bei ja nicht Interesse würde ich dann übernächsten Mal wieder auf Altrhythmus zu gehen. Ich mache einmal eine Woche voraus, also heute und morgen bis in Thüringen. Ist ja halt mal so, ne? Mal muss man ja beginnen, mal aufhören, ne? Also morgen geht es dann praktisch den Rest weiter, ne? Dann bearbeiten, hochladen und dann mal schauen, ob ich dann am Samstag die Crossing mache oder die Marsch. Ich habe letztes Mal ja den Marsch am Samstag gemacht. Und bisher hat er für Crossing gar kein Interesse. Und naja. Und da gab es mal, hatte ich die Mods und Arbeitskollegen mit USBs gegeben zum Anschauen. Und da ist bis jetzt keine Reaktion gekommen. Also ja, ich sag mal so, ich hatte damit kein Problem. Crossing läuft mein Rechner auch schon schlecht, würde ich sagen. Das ist leider so. Ist so gut, dass oder ja. Da gibt es auch andere Gründe. Am Rechner liegt das nicht. Oder wahrscheinlich an den Mods oder so. Muss ich mal gucken, welche Mods ich verzichten könnte. Außerhalb von Crossing, da gibt es ja welche, die direkt dazu gebraucht werden. Und da muss ich mal schauen. Also Kursleer und Audrive kannst du bei einer 16-fach Karte nicht verzichten. Oder ob es daran liegt, dass ich die Felder vergrößert habe. Ja, kann auch sein, ne? Erstellt haben wir ja nichts, aber ich kann mir ja beruhigt los hier rumziehen, ne? Sonst hätten wir hier nämlich oh, der Rasen geht weg. Da muss eine, das gehört zum Feld. Oder weil da gemäht wurde. Mal schauen, dazu ist bei der oben. Wenn das Gras weggeht, das kommt ja vor. Oder muss ich wieder ausschalten? Ja, jetzt geht kein Gras weg, okay. Geht ja da um Prinzip, ne? Sonst wäre es egal. Da wo gemäht wurde, geht Gras weg. Muss auch irgendwo ein System drin sein. Ich meine, ein bisschen macht ja nichts, da wo kein Poe-Platz ist, ne? Aber Viertel fünf. Irgendwann Mittag kochen, also koche immer noch selber. Ich mache mal ab und zu mal auch fertig essen, aber im Normalfall halt nicht. Ja, also hier mariniertes Fleisch und so, das nehme ich nur zum Grillen, wenn ich mal grillen sollte. Aber und das ist die Ausnahme. Also beim, ja, zur Not, wenn ich es nicht geschafft habe, ne? Ansonsten nicht in der Pfanne. Ist ja halt so, ne? Bin ja ein bisschen. Also bei Gewürzen bin ich ganz gerne
beschränkt auf Pfeffer und Salz, ne, und Zwiebeln, also bei Fleisch. Alles andere muss ich nicht haben. Müssen wir den Kollegen da kurz auffüllen. Das machen wir so. Bei kleinen Fällen lohnt sich absolut nicht, da was einzurichten, weil der Platz nicht ausreichend ist, ne? Das ist ja halt so. Feld 5, da habe ich das so gemacht. Da gibt es einen Punkt, wo er ablädt und einen Punkt, wo er dann aufladen muss. Und das für jeden Feld zu machen, bei den kleinen hier, das lohnt sich echt nicht. Sonne scheint hier rein, wird ein bisschen zu warm. Demnächst angewöhnen, Zug zu machen. Obwohl er meldet, ob nächste Woche wieder recht kühl. Also kühler sterbe ich nicht. Nur wenn Frost kommt, ist ärgerlich. Wenn meine die Kirschen, die blühen gerade so schön die Tage. Das wäre ja mal schade, wenn wir keine ernten würden wegen abgefrorene Früchte. Obwohl Dachterrasse ein bisschen, ja, wenn immer nicht viel Sonne scheint, wenn Regen und Wind geht, dann geht's. Dann hat man noch einigermaßen Glück. Aber ansonsten ist das schlecht. Also für das Feld hätte man bald 3 Zylinder gebraucht. Aber jetzt zum Schluss ist das auch egal. Nächstes Mal machen wir das so. Und dann kaufen wir so ein grünes Fass ohne das Gestänge. Und mit dem Traktor halt. Weil LKW muss ich irgendwann noch rentieren, ne? Morgen in 4 Folgen noch. Theoretisch. Also 5. Ich möchte auch nicht so lange mit dem Essen warten. Bin immer hungrig. Ist schlecht. Weil ich gerade Äpfel gegönnt habe. War ein bisschen viel, aber ich habe gesehen, aber einige waren jetzt schon schlecht gewesen. Musste ich aussortieren. Und ja, dann wäschst du alle. Machst du eine Schüssel rein und isst so schön nebenbei. Beim Spielen der ungünstig, dass wenn das zu hart ist. Bei einem Gebiss ist das ein bisschen blöd. Wenn was dahinter rutscht, das drückt ganz schön. Ja. Gut. Schaut mal rüber. Dann will Essen ist das ungünstig. Da haben wir auch noch nach Hause, der Bursche. Und erstellen nicht. Einsteigen. Format. Ich denke mal, wir müssten nicht gruppieren, aber ich tue es mal einfach. Mal gucken, ob wir noch kalken müssen. Das ging auch zur Not. Kalken mit auf die Aussaat, ne? Also Düngen habe ich so mal festgestellt, ist es ganz gut, wenn die Gras das Saatgut schon drinne ist. Bei Gras weiß ich ungefähr, ist die Menge, wie Gäres ausbringt. Aber bei Getreide und so brauchst du ein bisschen mehr, und bei Soja praktisch, ja, wie gerade so bei heute gesehen, im heutigen Titel, das wieder mal was, na, verkehrt nicht, aber falsch ausgedrückt, ne? Es war ein unvollständiger Satz, dennoch ganz schnell im Handy noch korrigiert.
soll ja halbwegs passen. Ne? Ich bin da nicht so pingelig, muss deswegen nicht rechtfertigen, aber wenn es richtig gut läuft, wenn es gut geschrieben ist, dann geht's. Wenn ich es nicht, merke, ja gut, dann ist es ärgerlich, wenn man sich jemand da beschwert. Man muss normalerweise Sätze am besten laut immer vorlesen. Dann bist du auf der sicheren Seite, dass es eigentlich dann nachher passt. Ne? Ich meine, ich bin schon froh, dass die Rechtschreibkorrektur im Browser geht. Ne? Überwiegend. Deine kommen keine, wie ich sehe. Wurde ausgemacht. Ein paar Steine sind da. Vielleicht kommen meine Gruppe keine. Wäre auch recht. Müssen wir überhaupt gucken? Die Frage ist nicht, ob wir müssen, sondern ob wir das flügen müssen. Ach, Probe genommen. pH-Wert. Hier kann man es erkennen wegen Flügen. Karotten. Geflügt. Abgeerntet. Muss gewalzt werden. Glück gehabt. Gut, das muss nicht gepflügt werden, aber da haben wir Stellen bei, die könnte man sagen. Könnte man pflügen, ne? Und hier haben wir auch ein paar Steine schon. Im roten Bereich. Aber wir können jetzt noch mal über Steine sammeln, aber sie sehen durch keine. Können wir ja sammeln lassen, ne? Ja. Wird warm. Drinnen wird man warm. Vor Jahren haben wir auch eine Klimaanlage gekauft, aber bei den jetzigen Strompreisen, da stelle ich mal so fest, dass das gar nicht so richtig funktioniert. Also es wird nicht so kalt, wie ich mir das vorstelle. Ganz zu schweigen von der Lärmbelästigung. Wenn später mal das, ja, würde ich gerne intern nehmen, also man auch heizen kann zur Not. Aber da sind wir bei hin. Dass ich zu Hause wieder einrichte. Aber das kann ja auch noch schneller auf keinen Fall. So 10 Jahre wird es dauern, bis ich da mir das mit Leist hat nichts zu tun. Mit ja, zumindest dicht an der Rente rankomme. Muss ja auch mal sein, ne? Hätten wir normalen Helfer arbeiten lassen. Den Rest, ja, ausbringen. Dann schaue ich mit meiner Seemaschine. Und kalken. Bäuerchen, aber das machen wir morgen. Morgen, ja. Ich habe ja Frühschicht, da kann man ja, hat man ja viel Zeit. Livestream erstmal nicht, aber muss ich mal schauen im Urlaub, wie ich da Zeit habe. Vor allen Dingen in der ersten Woche habe ich keine Zeit, da bin ich da. Und bei der zweiten Woche, ja.
Also mal schauen, ne? Bei mir ist ein Problem mit Internet. Neulich nachts hatte ich gar nichts gehabt, da war das plötzlich weg. Ich konnte nicht schlafen. Und dachte mir so, na, mal ein bisschen Diablo spielen. Das ist ja auch mal interessant, ne? Und jedenfalls. Fährt er so geradeaus oder fährt er schräge? Bisschen optimal soll er schon fahren, ne? Oh, so geht schon. So, so, das soll schon vorher gewesen sein. Nur gucken soll er schon. Ich sage mal tschüss, ciao. Wünsche allen einen schönen Restfreitag. Ein schönes Wochenende allgemein. Und jetzt kommt das kann auch mal laut Vorhersage sag mal frühlingshaft werden und dann soll es wieder mal kälter werden, aber das ist ja noch lange hin. Heute ist ja erst Freitag und dann eine Vorhersage für ja für einen langen Zeitraum zu machen ist immer schwierig, ist unmöglich normalerweise. Ja, ich sag mal tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vielen Dank fürs Reinschauen und fleißig abonnieren.